Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Der erste ganz dicke Teil der DFB-Pokalrunde Nummer 1 steht an. Die vier Montagspartien kommen morgen nochmal in einem separaten Video. Und wer es nicht gesehen hat, die Partie Uerdingen gegen Dortmund gab es gestern bereits im Einzelspiel auch auf meinem Kanal zu finden. Ansonsten tippt gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Viel Spaß beim Zuschauen, bleibt in den Kommentaren bitte sportlich fair. Wie immer eigentlich. Jetzt geht's aber los mit Sandhausen gegen Gladbach. Der SV Sandhausen hat bereits zwei Spiele in der zweiten Liga hinter sich gebracht. Dort steht man aktuell mit einem Punkt da. Nicht sonderlich zufriedenstellend. Borussia Mönchengladbach hier klar favorisiert. In den grünen Trikots im ersten Durchgang von rechts nach links. Wollten hier klar machen, der Bundesligist zieht hier in die nächste Runde ein. Und dann gab es auch in der Frühphase die dicke Möglichkeit für Thuram, der Neuzugang aus der französischen Ligue 1 zur Fohlenelf gewechselt. Aber noch ohne Erfolg. Vom SV Sandhausen nach vorne nichts zu sehen. Das Tor war nur eine Frage der Zeit, bis es fallen sollte. Doch es war ihnen noch nicht vergönnt im ersten Abschnitt. Nochmal die Parade von Wulle, der im DFB-Pokal auflief. Konnte damit das zu 0 halten im ersten Abschnitt für den SVS. Absolut schmeichelhaft für Gladbach. Etwas ärgerlich, aber man hatte ja 45 Minuten Zeit, das Ganze noch zu regeln. Leiner stark weiter gespielt zu Player. Und jetzt kam auch noch Pech dazu. Alassane Player trifft nur das Aluminium. Die Gastgeber wagten sich jetzt auch mal in die gegnerische Hälfte. Förster zu Kevin Behrens. Und eine Viertelstunde vor dem Ende stand es plötzlich 1:0. Und die Gladbacher wussten nicht so ganz Bescheid, wie ihnen hier geschieht. Jetzt waren sie gefordert, keine 10 Minuten mehr zu spielen. Zakaria, Embolo, Thuram, Zakaria zu Embolo und Ausgleich. Darüber, wie verdient das ist, muss man gar nicht diskutieren, aber aufgrund der knappen Zeit konnte Borussia Mönchengladbach das Ganze nicht mehr in der regulären Spielzeit regeln und war nun über 120 Minuten gefordert. Thuram schickt Player auf die Reise, Sandhausen hinten aufgeschmissen, wie selten. Und das bestraft sich. 99. Minute. Die erste Führung des Abends für Borussia Mönchengladbach und sie war natürlich hochverdient. Sandhausen war jetzt gebrochen, da kam gar nichts mehr. Stattdessen nochmal die Gäste, Jonas Hofmann zu Stefan Leiner und der macht hier den Deckel endgültig drauf. 111. Spielminute, 3:1. Gladbach kommt also mit einem Schrecken davon. Startet dann nächste Woche gegen den FC Schalke 04 in die Bundesliga. Sie müssen an der Chancenverarbeitung noch deutlich feilen. Ansonsten war es schon ein guter Auftritt. Das 0:4 des 1. FC Nürnberg gegen den Hamburger Sportverein stellte natürlich einen gewissen Rückschlag dar. Aber der FC Ingolstadt von alleine auch schon durchaus gefährlich. Sie gewann mit 3:0 gegen die Würzburger Kickers vergangenen Freitag. Und haben vor allem auch die Tabellenspitze in der dritten Liga gepachtet. Und Kaya hat hier nach 19 Minuten eigentlich die hundertprozentige Möglichkeit, doch schiebt den Ball am Kasten vorbei. Der Klub tat sich schwer, hier in die Partie zu kommen. Noch leicht waren die Spuren des Montagabendkrachers gegen den HSV zu erkennen. Buntic muss hier dann das erste Mal eingreifen, kurz vor dem Seitenwechsel. Eine komplett offene Partie zwischen Ingolstadt und Nürnberg. Liegt ja keine so große Distanz zwischen beiden Städten. Im zweiten Abschnitt dann
wurde es noch etwas harmloser. Von beiden Seiten eine sehr defensive und abwartende Leistung. Einer der wenigen Nadelstiche mal vom Club über die rechte Seite. Buntic passt erst auf, doch Hack kommt an den Ball am zweiten Pfosten und sorgt mit dieser Aktion für das gefährlichste und interessanteste Highlight des kompletten zweiten Abschnitts. Und so ging es in die Verlängerung, folgerichtig kein Tor auf beiden Seiten, das war doch weitestgehend zu wenig. Die Verlängerung wurde jetzt etwas unterhaltsamer, weil man merkte, dass keiner das Elfmeterschießen unbedingt haben möchte. Maximilian Beister gegen Christian Martenia, der insbesondere beim Freistoßtor von Sonny Kittel, einem Ex-Ingolstädter gegen den HSV, nicht so gut aussah. Zweiter Abschnitt der Verlängerung. Nun auch wieder der Club. Sorg mit nach vorne gekommen. Dovedan und Jäger, der zunächst den Ball verliert. Doch Hanno Behrens hält die Szene scharf. Jäger zu Sorg. Nun ja. Immerhin mal wieder ein paar Abschlüsse zu sehen. Doch spielerisch war es weiterhin leider etwas dürftig. Letzte Aktion der Verlängerung. Nochmal Ingolstadt. Beister mit der Flanke und Susek an die Latte. Kutschke dann im Abseits. Was für eine Chance. Der Treffer hätte gezählt. Der Kopfball von Kutschke im Endeffekt dann im verbotenen Raum. Es ging ins Elfmeterschießen und es stand 4:3 nach 7 Elfmetern, dann mit etwas Glück der Ausgleich für Nürnberg. Paulsen blieb dann eiskalt gegen Christian Martenia und die letzte Möglichkeit Sorg gegen Buntic zum Ausgleich. Der musste jetzt sitzen. Buntic im Kasten macht sich bereit, springt in die falsche Ecke, doch Oliver Sorg trifft den Kasten nicht. Und somit scheidet der erste FC Nürnberg im Pokal aus nach langweiliger Partie und dramatischem Finish. Der erste FC Kaiserslautern empfing den ersten FSV Mainz 05, ein Nachbarschaftsduell, das nicht unbedingt von Freundschaft geprägt ist. Und die Roten Teufel, die in der dritten Liga schon eingespielt sind, zuletzt die erste Pleite hinnehmen mussten, waren hier zunächst die bessere Mannschaft. Schad mit der Flanke am zweiten Pfosten, dann Pick. Und Müller im Tor der Mainzer mit etwas Glück. Kann er den Ball aus der Gefahrenzone entfernen, ist eigentlich schon unterwegs, bekommt den Ball dann an den linken Oberschenkel und klärt die Situation mit etwas Glück. Der erste FC Kaiserslautern lieferte aber wirklich eine sehr beeindruckende Leistung ab hier gegen die Mainzer und so kam sie zur nächsten Möglichkeit. Wieder Schad mit der Flanke und Pick. Fehlen dann ein paar Zentimeter in der Höhe. Sonst hätte er diesen Ball noch besser setzen können, ist aber eben nicht der allergrößte. Nun der erste FSV, das erste Mal nach vorne unterwegs. Boetius mit der Flanke. Schad klärt's nicht ausreichend. Maxi macht's nochmal gefährlich. Danny Latzer schießt dann drauf, aber kein Problem für Lennart Grill. Nach 45 Minuten ein folgerichtiges 0:0, wobei der erste FC Kaiserslautern durchaus zu gefallen wusste. Die ganz hundertprozentige Gefahr ging aber von beiden Seiten noch nicht aus. Nun der erste FSV etwas besser in der Partie. Latza, Unisivo und schon schlagen sie zu. Die zweite Hälfte brauchte auch, um anzulaufen und so stand es nach 71 Minuten 1:0 für die Gäste. Durchaus schmeichelhaft diese Führung. Nun hätte man mit größerem Selbstbewusstsein gerechnet, das aber eher gegenteilig der Fall. Timmy Thiele und Müller mit einer Wahnsinnsreaktion verhindert hier den Ausgleich, der auf jeden Fall verdient gewesen wäre. Müller
machte aber wirklich einen sehr guten Job. Letzte Aktion. Nochmal eine Ecke. Onisivo klärt's fürs Erste. Wieder Schad. Der hat schon ein paar gefährliche Flanken gebracht. Diese aber nicht. Und dann war es vorbei. Der erste FC Kaiserslautern lieferte einen sehr ordentlichen Kampf gegen den Erstligisten aus Mainz. Doch versäumten es, die Tormöglichkeiten zu nutzen. Und somit scheiden sie mit 0:1 aus dem Turnier aus. Der erste FC Magdeburg konnte noch vor der DFB-Pokalpause den ersten Ligasieg einfahren. Gegen den SV Meppen gewann man mit 1:3. Doch gegen den Bundesligisten aus Freiburg war man dennoch in der Außenseiterrolle. Und die Breisgauer versuchten hier von Beginn an dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Das ist Petersen, der trifft nur das Aluminium. Koglin klärt das Ganze. Große Gefahr schon in dieser Szene. Doch Magdeburg spielte durchaus mit nach vorne. Pertl über die linke Seite mit Bertram. Lienhardt etwas problematisch. Dann irrt Schwolo darum und Jakobsen muss den eigentlich machen. Tor war frei, nimmt ihn dann mit vollem Risiko. Es fehlt nicht viel, doch das Tor war leer und dann kann man den gerne mal verwandeln. Nun nochmal die Gäste, kurz vor dem Seitenwechsel. Waldschmidt auf Borello. Der hat die gute Übersicht und wenn man die eigenen 100%igen nicht macht, dann kassiert man sie. Jerome Gondorf mit dem 1:0, 39. Minute. Die Magdeburger waren zum Pausenpfiff dennoch sehr zufrieden. Ihre Mannschaft kämpfte leidenschaftlich. Es fehlte lediglich das Glück. Sie ließen sich aber davon nicht einschüchtern und spielten weiterhin gut nach vorne. Christian Beck in die Mitte gelegt und Schwolo gegen Mario Kvesic. Schöner Schuss. Nicht ganz platziert genug, trotzdem gute Tat vom Freiburger Schlussmann. Die Magdeburger jetzt noch drückender. Bertram hat viel Platz über die linke Seite, weil die Freiburger weit aufgerückt waren. Und dann köpft Kvesic ein. 68. Minute. Der verdiente Ausgleich. Schwolo ist noch dran, kriegt den aber nicht mehr rausgelenkt. Kvesic nicht der Größte, setzt sich da gut durch. Quasi aber im Gegenzug. Abrashi, 1:2. Da kommt dann der doch abgezockte Erstligist wieder durch. Ein kurzer Nackenschlag. Sie schütteln sich, schlagen zurück. Und das war für Magdeburg der Knockout. Spätestens als Petersen dann 7 Minuten vor dem Ende noch das 3:1 erzielte. Die Gäste müssen sich hier wirklich maximal strecken, um weiterzukommen. Das taten sie dann im Endeffekt. Magdeburg lieferte eine starke Leistung, fliegt dennoch raus. Würzburg ist holprig in die dritte Liga gestartet und jetzt kam TSG Hoffenheim in die Flyer-Alarm-Arena. Nicht unbedingt das einfachste Los und die Sinsheimer waren hier von Beginn an nach vorne gut aufgelegt. Zuba, Rudi und Ilas Bebu, der aus der Drehung aber nur das Außennetz trifft. Verstappen wäre sonst auch in der Ecke zur Stelle gewesen. Mal eine Standardsituation für die Kickers. Hegele bringt den rein. Kopfball von Luca Pfeiffer. Der war schon durchaus erfolgreich in der dritten Liga in dieser Saison. Hier in dieser Szene aber noch nicht. Und jetzt Sebastian Rudi, der sich da gut durchsetzt. Und in der 35. Minute das 1:0 erzielt. Wuchtiger Schuss mit links, rechts rein. Verstappen kann den Ball nicht erreichen. Und nochmal eine Kontersituation vorm Seitenwechsel. Grifo von Kaderabek auf die Reise geschickt. Ilas Bebu mit seiner Schnelligkeit spritzt da rein. Und erzielt dann unmittelbar vor dem Pausenpfiff das 2:0.
Das war jetzt ein erheblicher Rückschlag für tapfer kämpfende Gastgeber. Doch die in Rot gekleideten Gastgeber ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Natürlich ein 2-Tore-Rückstand, nicht das, was man haben möchte gegen die Sinsheimer. Aber sie hauten wirklich alles rein, das konnte man ihnen zugute halten. Doch mehr wurde es da nicht. Nächste Kontersituation. Die Räume wurden jetzt größer und größer. Ilas Bebu mit seiner Geschwindigkeit weiß natürlich, diese auszunutzen. Und in der 65. Minute war dann alles klar. Erik Verstappen wieder ohne jegliche Chance. Die Partie war gelaufen. Hoffenheim dann noch einmal nach vorne. Kalle Rabeck mit der Flanke. Schön gemacht. Rudi fast sogar noch mit dem Doppelpack. Aber nein, das wäre wohl auch zu viel des Guten gewesen. Respektable Leistung der Würzburger, doch im Endeffekt konnten sie hier weitestgehend nicht mithalten gegen konzentriert und gut spielende Sinsheimer. Waldhof Mannheim zeigte kurzerhand gegen den TSV 1860 München, zu was sie imstande sind, wenn sie eingespielt sind. 4:0 gewann sie da am Montagabend. Doch Frankfurt ist logischerweise ein anderes Kaliber, aber auf Derby-Ebene ganz interessant diese Partie. Und Philipp Kostic brachte in der 8. Minute dann den Stein ins Rollen. Und es zeichnete sich ab, dass es so laufen würde, wie es jeder erwartete. Der Favorit mit dem Zepter in der Hand. Mannheim lief viel hinterher. Kostic hält hier den Ball gut im Spiel, legt zurück. Lukas Toro, der Schuss dann von Christiansen, aber abgefälscht und entschärft in dieser Szene. In der Liga die Mannheimer noch ungeschlagen. 1 Sieg, 3 Remis. Eckstoß für Frankfurt. Kostic bringt den rein. Bekommt ihn dann nochmal wieder. Schlägt die Flanke und Paciencia ist ein dankbarer Abnehmer dafür. 28. Minute, 0:2. Auch der zweifache Torvorsprung durchaus verdient. Nun Waldhof Mannheim mal etwas wacher. Suleimani, kein schlechter Pass, aber etwas zu steil, sodass sich Wiedwald draufstürzen kann und es nicht gefährlich wurde. 0:2 nach 45 Minuten, das ging so absolut in Ordnung. Mannheim investierte zwar viel, stand defensiv kompakt, doch musste sich eben zweimal schon geschlagen geben. Und im zweiten Abschnitt ließ Frankfurt auch nicht locker. Costa mit dem ersten Abschluss, dann Paciencia nochmal aus der Drehung. Doch der Pfostenschuss von Danny da Costa, der war das Highlight dieser Szene. Mannheim probierte die ein oder andere Kombination aus. Kein langer Hafer, das durchaus respektabel. Und Dos Santos schließt somit ab, trifft aber nur das Aluminium. Äußerst unglücklich. Und das 1:2 wäre nicht undenkbar gewesen. Nochmal Mannheim. De Ville mit dem Kopfball, aber Wiedwald hat keine Probleme. Hält damit die 0 fest. Frankfurt setzt sich nicht überraschend durch mit 2:0. Mannheim brachte vieles rein, das war aber zu wenig. Der VfL Osnabrück konnte nun auch das erste Mal in der zweiten Bundesliga gewinnen gegen RB Leipzig. War es aber nochmal eine ganz andere Herausforderung. Auch wenn man hier vor einigen Jahren im DFB-Pokal die Leipziger schlagen konnte, flog man gegen sie raus. Der ein oder andere Fan wird sich noch daran erinnern. Somit hier zumindest die Chance zu einer gewissen Art von Revanche. Doch Leipzig wollte dem Ganzen
keine Hoffnung schenken. Und so spielten sie konzentriert nach vorne. Paulsen, Werner, nächste dicke Möglichkeit. Werner nochmal und wieder Pfosten. Diego Demme und Timo Werner jeweils im Aluminiumpech. Starke Druckphase der Leipziger, die eigentlich nur noch den Treffer brauchten. Klostermann über die rechte Seite mit der Flanke. Paulsen bewegt sich clever in seiner starken Manier und nickt dann ein. 20. Minute 0:1. Die hochverdiente Führung für die Gäste. Nun aber ein Ballverlust der Leipziger im Vorwärtsmarsch. Benjamin Gürt. Zumindest mal ein Abschluss, auch wenn es nicht wirklich knapp wurde. Gulaschi im Kasten aufmerksam, muss nicht eingreifen. Er hier hat es gemacht, Yusuf Paulsen sorgte für die knappe Halbzeitführung. Die wollten sie nicht so knapp belassen. Zweiter Abschnitt, Standardsituation für Leipzig. Eckball von der linken Seite und Paulsen wieder per Kopf zum 2:0. 57. Minute. Körper streckt sich, kommt nicht mehr ran und dann schlägt er am zweiten Pfosten ein. Damit die Vorentscheidung besiegt. Sabitzer mit der Flanke, Werner und 0:3. Das dritte Kopfballtor. Werner nicht der Größte, doch er sieht die Räume, wird bedient und dann kann auch er per Kopf treffen. Jetzt war hier logischerweise keine Spannung mehr drin. Leipzig drückte noch auf das vierte Tor, Demme nochmal. Aber dazu kam es im Endeffekt nicht mehr. Osnabrück konnte gegen gut agierende Leipziger einfach nicht mithalten. Muss sich geschlagen geben. Hat damit auf der anderen Seite aber auch den vollen Fokus auf die zweite Bundesliga. Der Chemnitzer FC empfing den Hamburger SV und an der Gellertstraße wartet man noch auf den ersten Saisonsieg der dritten Liga. Der HSV konnte nun im zweiten Spiel gegen Nürnberg absolut überzeugen. 4:0 rasierten sie die Klubberer. Und so konnte in der 15. Minute mit breiter Brust das 1:0 erzielt werden. Lukas Hinterseher zieht den schön rein. Für Jakubow nicht zu halten, der ist leicht angedreht und damit nicht mehr zu erreichen. Beeindruckender Auftritt der Hamburger, die gleich nachlegen wollten. Fein zu Sonny Kittel. Leibold zieht in die Mitte. Kittel! Jetzt ist Jakubow aber dran und kann parieren. Auch wenn das kein ungefährlicher Schuss war. Reißt die rechte Hand hoch. Doch es blieb weiterhin sehr einseitig. Aaron Hunt legt zu Hinterseher und wieder Jakubow, der hier eingreifen muss. Für Chemnitz war das schon frustrierend. Ein bisschen was malte man sich sicherlich schon aus, weil der HSV auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder in der ersten Runde mit viel Problem zu kämpfen hatte. Hier war das zunächst nicht der Fall. Sie dominierten komplett. Fein zu Jung und Aaron Hunt. Es fehlte einzig und allein der zweite Treffer. Doch Jakubow und die teilweise fehlende letzte Präzision standen dazwischen. Somit ging es mit diesem doch noch knappen 0:1 in die Pause und Obacht für den HSV war geboten. Doch der CFC mit einigen Fehlern im Spielaufbau. Hinterseher, Kittel und wieder Jakubow. Der beste Mann der Chemnitzer, das lässt sich kaum bestreiten an diesem Nachmittag, brachte den HSV zur Verzweiflung.
Jamra Fein, der Naray auf die Reise schickt und Hinterseher in der Mitte verpasst nur um ein paar Zentimeter. Vielleicht ein knapper Halber, der zum Einschlag fehlte. Letzte Aktion, nochmal der HSV. Hinterseher Naray Jakubov. War klar, dass der die letzte Aktion noch abrundete. Chemnitz unterliegt dem HSV hochverdient mit 0:1 und aus Hamburger Sicht lief alles bis auf die Torchancenverwertung sehr gut. Der MSV Duisburg schlug beeindruckend Eintracht Braunschweig mit 3:0 und machte damit wieder im Aufstiegskampf auf sich aufmerksam. Gegen Greuther Fürth, die zuletzt 3:1 St. Pauli schlagen konnten, war es aber nochmal eine andere Herausforderung. Die erste Möglichkeit gehörte dann auch den Kleeblättern. Richtig gefährlich wurde es hier aber noch nicht. Doch die in schwarz gekleideten Gäste hatten hier den ersten Treffer auf der eigenen Seite. 20. Minute, Daniel Caterruel, der auch am Millern-Tor zuschlug, macht hier die verdiente Führung für Fürth. Und es konnte vor der Pause noch bitterer werden. Julian Green, abgefälschter Schuss, Weinkauf, der wenig Zeit hat, um zu reagieren, macht noch das Beste draus. Klärt zum Eckstoß. Aus diesem resultierte dann nichts. Es ging mit dem 0:1 in die Pause. Vom MSV war das überraschend wenig. Man hatte sich auf ein gleichwertiges Duell eingestellt. Das kam aber auch im zweiten Durchgang, zumindest zunächst, nicht zustande. Mohr und Ernst im Zusammenspiel. Mohr zu Caterruel und wieder Mohr. Green mit der guten Übersicht und Sauer mit dem 0:2. Super Abschluss. 55. Minute. Der passt perfekt. Doch die Meidericher wachten immer noch nicht auf. Stefaniak und Julian Green, der Motor dieser Partie, Sauer mit dem Schuss. Schmeling passt aber auf. Hält das Knie rein. Somit weniger Gefahr vorhanden. Aber das letzte Wort war noch nicht gesprochen. Bis zur 79. Minute. Caterruel mit dem Doppelpack. Mit dem Kopfballtor. Und das war's dann. Hochverdient zieht Greuther Fürth in die nächste Runde ein. Der MSV Duisburg konnte nichts von dem guten und positiven Spiel aus Braunschweig hier mit reinbringen. Der SV Wien Wiesbaden hat noch keine Punkte einfahren können in der zweiten Liga. Nach zwei Spielen stehen sie eben mit 0 Zählern da. Gegen Köln wurde es jetzt nicht unbedingt die einfachere Aufgabe, wobei auch der 1. FC Köln dazu beitrug, denn sie lieferten hier von Beginn an eine leidenschaftliche Partie ab. John Córdoba verzieht das erste Mal. Dann Röcker, der hier gegen Córdoba den Ball verliert. Diesmal lässt er sich nicht ein zweites Mal bitten. 18. Minute. Kein Foul. Röcker verliert einfach das Gleichgewicht. Watkowiak kann nicht mehr eingreifen. Und die Geißböcke wollten noch ein Nachlegen. Schaub, Watkowiak passt aber auf. Der erste Abschnitt gehörte einzig und allein den Kölnern. Und Watkowiak sorgte dafür, dass es nur 0:1 stand. Córdoba, der einzig erfolgreiche Torschütze bislang. Wien wollte jetzt aber mit besserem Gefühl reinstarten. Und das taten sie auch. Dittgen, Schere. Verzieht haarscharf. Timo Horn hätte nur hinterher schauen können. Fehlte wirklich
nicht so viel. Der FC spielte jetzt abwartender, konnte aber Konter setzen. Schindler, Córdoba und 0:2. 64. Minute. Der nächste Nackenschlag für Wien Wiesbaden. Watkowiak aus kurzer Distanz, ohne Reaktionszeit. Standardsituation. Schere und plötzlich war der Anstoß da. 86. Minute. Kam der zu spät? Das ist die klare Frage. Ajani mit der Flanke. Schere setzt sich dagegen 2 durch und platziert den Kopfball. Sehr gut. Mit letzter Kraft liefen sie nun an. Jeremias Lorch nimmt über die linke Seite Franke mit. Und diese Flanke ist super. Daniel Kofi. Schere in der 90. Minute doch noch mit dem 2:2. Damit war kaum noch zu rechnen. Doch Wien rettete sich nicht unverdient in die Verlängerung. Mit einem 2:2 ging es dann in weitere 30 Minuten. Köln wollte es klar machen, riskierte diese Räume. Ajani gut geschickt auf die Reise. Und dann Daniel Kofi Schere mit dem Tag seines Lebens. 101. Spielminute, 3:2. Ein irrsinniger Verlauf in dieser Partie. Kurz vorm Seitenwechsel nochmal eine Standardsituation. Wieder Ajani. Mockenhaupt. Aber es kann nicht richtig geklärt werden. Und Dittgen macht das 4:2. 105. Minute. Dittgen muss nur noch einschieben. Horn und seine Verteidigung in Misskommunikation. Aber das war natürlich noch nicht das Ende. Anthony Modest, super Schlenzer und 4:3 in der 112. Minute. Was war das bitte für eine Partie? Und es gab nochmal die Chance zum Ausgleich. Eckball von der rechten Seite. Tietz kann zu nichts klären. Drexler, Schaub, dann Anthony Modest. Watkowiak hat aber das letzte Wort. Danach war Feierabend. In einer wirklich fantastischen Partie setzt sich Wien Wiesbaden mit 4:3 durch. Köln kämpfte leidenschaftlich, muss sich aber geschlagen geben. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Auf meinem Kanal noch andere Videos zum DFB-Pokal. Morgen kommt dann, ja, unter anderem Cottbus gegen Bayern, die Montagabendpartien eben. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Video und tschüss.